Hallo und herzlich willkommen hier mal wieder zu Nicetech, zu diesem ganz besonderen Video. Heute mal wieder mit Killy und Emu. Warum ist dieses Video so besonders? Nun ja, die Firma Orki hat uns angeschrieben und gefragt, ob wir nicht mal ein Video über ein paar Gadgets aus ihrem Repertoire machen möchten. Dem haben wir natürlich zugestimmt und so hatten wir die Möglichkeit, ein paar Sachen auszusuchen, die wir dann testen würden. Da wir nicht so genau wissen, wie wir das Ganze jetzt hier nun kennzeichnen sollen, gibt es hier einfach die Anmerkung Werbung bzw. unterstützt durch, obwohl wir halt für dieses Video auch nicht bezahlt wurden, sondern lediglich deren Produkte behalten dürfen. Auch wurden keinerlei Forderungen zum Ausgang des Tests gestellt. Und so sagen wir an der Stelle auch nochmal vielen Dank an Orki für die Bereitstellung der Produkte. Aber nun genug gelabert, wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Video und los geht es wie immer hier gleich nach dem Intro. Wie vielleicht der ein oder andere schon bemerkt hat, sind wir heute mal wieder ein wenig in Leipzig unterwegs, um ein paar Sachen unterwegs testen zu können. Vorher jedoch schauen wir uns noch das erste Gadget aus dem Hause Orki an. Und zwar ist das der Orki USB Steckdosenadapter. Im Lieferumfang befindet sich nicht besonders viel, ist ja aber auch nicht nötig. Neben einer Anleitung und einer Garantiekarte gibt es diesen Adapter, aber das ist kein normaler Steckdosenadapter, sondern einer mit zusätzlichen 4 USB Ladeports. Man kann also seine Steckdose erweitern, indem man diesen Adapter in die Steckdose tut und daran 4 weitere USB-Geräte anschließen kann, während man noch den normalen Steckdosen-Stromausgang nutzen kann. Somit ist dies eine hervorragende Lösung bei zu wenigen Steckdosen. Der PowerHub hat eine USB-Ausgangsleistung von 2,4 Ampere und 5 Volt pro USB-Anschluss. Das ist wirklich schön solide. Fast Charging ist dies natürlich nicht, aber ist dies denn hier notwendig? Wir denken nicht. Es ist solide und ordentlich verarbeitet. Außerdem hat dieses Gerät auch eingebaute Schutzmechanismen zum Schutz vor Überhitzung, Überladung und vor übermäßigem Stromfluss. Gut zu wissen. Auf der Vorderseite gibt es noch eine kleine grüne LED, welche anzeigt, ob Strom fließt oder nicht, sprich, die ist immer an und verbraucht, wenn auch nur, wirklich minimal und eigentlich nicht nennenswert Strom. Einige Nutzer haben auf Amazon von einem unangenehmen Piepen bzw. Fiepen am Anfang des Ladezyklus gesprochen, das etwa für 30 Sekunden anhält. Wir haben jedoch nichts dergleichen feststellen können. Die noch nicht einmal 20 Euro, genauer gesagt 18,99 Euro, sind für diesen Steckdosenadapter wirklich fair und für jeden bezahlbar, der zu wenige Steckdosen hat oder es leid ist, überall tausende von Steckdosenleisten dran zu hängen, nur um daran wiederum hunderte Stecker fürs Handy oder Kopfhörer oder das Tablet dran zu packen. Somit ist dieser Steckdosenadapter eine gute und günstige Lösung. Als zweites Produkt haben wir von Orki Kopfhörer aus ihrer Key Series, also der Premium-Serie, bekommen. In der edlen Verpackung findet man Papierkram, ein USB-Type-C-Kabel, welches für uns eine sehr positive Überraschung war, ein Silikonaufbewahrungsbox und ein extra Aufsatzpaar. Die Silikontasche, oder wie auch immer man sie bezeichnen mag, ist schon echt praktisch. Seid ihr unterwegs, so holt ihr die Kopfhörer aus dieser Box, legt euch das Verbindungskabel über den Nacken, löst die magnetische Verbindung und schon kann der Musikgenuss fast starten. Denn sobald ihr die Kopfhörer von ihrer magnetischen Verbindung löst, sind die EP-B60 sofort im Pairing-Modus und bereit zum Koppeln. Wenn ihr mit den Kopfhörern schon einmal verbunden wart, dauert es gerade mal weniger als eine Sekunde und sie sind verbunden. Das geht auf alle Fälle um einiges schneller als bei den schon von uns getesteten Easteville Wireless-Kopfhörern. Die speziell angebrachten Ohrmuschelausfüllungen haben uns einen idealen und angenehmen Halt im Ohr geboten. Ihr stellt euch jetzt sicherlich die Frage nach dem Sound. Hier die Antwort. Diese Kopfhörer haben einen sehr voluminösen, vor allem gut ausgeglichenen Sound. Bei sehr basslastigen Liedern bedrängt euch der Bass nicht zu sehr und verdrängt auch keine weiteren Sounds, sodass ihr auch noch das eigentliche Lied genießen könnt. Bei den Easteville zum Beispiel hatten wir sehr viel Bass, aber dafür zu wenig Mitten und Höhen, beziehungsweise konnte man diese weniger hören. Deshalb waren diese auch eher für basslastige Genres geeignet. Die Orki sind wirklich für eigentlich jedes Genre geeignet, da der Sound einfach sehr ausgeglichen ist. Sie besitzen zudem Bluetooth 5.0 und sind spritzwassergeschützt. Dadurch sind sie vor allem für sportliche Aktivitäten sehr attraktiv. An dem Verbindungskabel befindet sich außerdem noch ein dazugehöriges Steuerungselement zum Lauter, Leiser, Pause, Vor- und Zurückspulen. Außerdem noch ein Mikro zum Telefonieren. Sind eure Kopfhörer nun nach 8 Stunden leer, müsst ihr sie nur 10 Minuten aufladen und könnt sie ca. eine Stunde weiter benutzen. Die Orki EP-B60 aus der Key Series sind nun einfach kurz und knapp gesagt ideal für jeden Sportler geeignet. Wir finden, dass die 60 Euro für die EP-B60
einfach gerechtfertigt sind. Da er einen super angenehmen voluminösen Sound, eine IPX6 Wasserzertifizierung, ein USB Type-C Kabel, eine 8-stündige Akkulaufzeit, den wohl stabilsten Tragekomfort im Ohr und einfach Features wie der Magnetkoppelung und Entkopplung zur Verfügung gestellt bekommt. Dies sollten die Kopfhörer einfach extrem attraktiv für Sportler machen. Aber durch den sehr angenehmen, ausgeglichenen Sound werden auch Nicht-Sportler zufriedengestellt. Wir können sie euch also guten Gewissens weiterempfehlen. So, Kopfhörer raus und schon geht's zum letzten Produkt für heute. Orki hat uns nämlich noch etwas ganz Besonderes zukommen lassen, und zwar ein Solarpanel-Aufladegerät. Es scheint auf den ersten Blick schön kompakt und klein, aber wenn man jedoch den Klettverschluss löst, so lassen sich 3 Solarpanels ausklappen und mit kleinen Aufstellern aufstellen. Wichtig ist natürlich das Vorhandensein von einer direkten Sonneneinstrahlung. Dann können 2 Geräte per USB-Kabel an den unter einem weiteren Klettverschluss versteckten Doppelports angeschlossen werden. Hier kommt außerdem das sogenannte AI-Charging zum Einsatz. Bei dieser Technologie erkennt der Port die vom Gerät beanspruchte Leistung und gibt diese aus. So kann auch ein Gerät, welches nicht so viel Leistung benötigt, auch nicht an zu viel Strom kaputt gehen. Jeder Port kann 5 Volt bei 2,5 Ampere ausgeben. Jedoch ist dies der Idealzustand und er ist so gut wie nie vorhanden. Im Schnitt werden dann unter 2 Ampere und unter 5 Volt ausgegeben, was aber für uns vollkommen ausreichend war. Wir haben beispielsweise ein Handy mit 80% Akku angeschlossen, nach 20 Minuten war es bei 100%. Man könnte also sagen, eine Minute direkte Sonneneinstrahlung bringt 1% Akku. Das Teil ist übrigens auch wasserabweisend, außer natürlich an den Ports, was dem Ganzen noch ein bisschen mehr Möglichkeiten bietet. Im Lieferumfang waren neben dem bekannten Papierkram und dem Solarpanel auch noch 4 Karabiner, und genau zu denen kommen wir jetzt. Euch sind sicherlich die 4 Metallösen an den Ecken aufgefallen. Hier kommen die Karabiner rein und dann sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt es nun überall hinhängen oder hinstellen, je nachdem, was ihr damit vorhabt. Wir haben das Ganze an einen Rucksack getan, um zu zeigen, dass man vielleicht auf einer Wanderung in den Bergen unterwegs sein Handy oder seine Powerbanks laden kann, und das alles vollkommen kostenlos durch die Energie der Sonne. Naja gut, so ganz kostenlos ist das Ganze natürlich nicht. Hat man jedoch den einmaligen Einkaufspreis von 52,99 € bezahlt, dann geht es ohne Kosten weiter. Und ist der Preis gerechtfertigt? Ja, auf jeden Fall. Man muss sich auch neben diesen ganzen Features auch einfach mal vor Augen führen, was es für Möglichkeiten gibt, dieses Solarpanel einzusetzen. Sobald man Sonne hat, kann man damit alles laden, was einen USB-Anschluss hat. Egal, ob man das Teil aufs Autodach eines Campers oder an den Rucksack hängt, alles ist hiermit möglich. So, liebe Leute, das soll es auch gewesen sein hier mit dem Video zu den 3 Gadgets von Orki. Welches hat euch am besten gefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und wenn ihr eines der Produkte kaufen wollt, so gibt es zu jedem Produkt den Partner Amazon Link in unserer Beschreibung, mit dem ihr uns ein wenig unterstützt. Darüber müsst ihr natürlich aber nicht einkaufen. An der Stelle nochmal der Hinweis, dass uns diese Produkte von Orki gestellt und wir dafür nicht bezahlt worden sind. Danke an die Jungs und Mädels von Orki, und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch noch das ein oder andere Video mit denen. Mal schauen. In diesem Sinne danken wir euch fürs Zuschauen, lasst gerne eine Bewertung und vielleicht ein Abo da, und dann hören und sehen wir uns im nächsten Video oder Twitch-Stream wieder. Macht's gut, bis dann, ciao.